So, hallo und herzlich willkommen jetzt hier zum nächsten Part der BSG Road to Glory. Heute könnten wir schon den Aufstieg klar machen mit unserer Mannschaft. Und ja, unser erster Gegner in dieser heutigen Folge ist ja gleich mal ein Bundesliga-Team mit Mandzukic und Aubameyang vorne. Ja, schöner kann es gar nicht sein. Und ja, die erste Aktion hatte auch unser Gegner mit besagtem Aubameyang. Nach dem Anstoß, wie kann man das anders machen, als auch mit Aubameyang über den Flügel zu laufen, dann zu flanken und dann hat man noch mal zu geschehen, damit er mit dem Kopfball, aber Gott sei Dank geht der hier in dieser Situation nur an den Pfosten. Dann hatten wir die erste Aktion, nach ungefähr 10 Minuten nach Bongo kommt an den Ball, wird dann aber umgefault von Mats Hummels. Und ja, so kriegen wir einen Freischuss aus guter Position. Memphis Depay hat ja schon in dieser Serie gute Freischüsse geschossen und auch dieser ist ziemlich, ziemlich gut. Und ja, das sieht man daran, dass der Ball im Endeffekt im Tor ist. Nach 11 Minuten also das 1:0 für uns durch Memphis Depay, den jungen Holländer oder Niederländer, der mal wieder mit einem wunderschönen Freischuss hier um die Mauer rum ins untere Eck das 1:0 für uns markiert. Ja, da kann René Adler echt wenig, wenig machen. Nächste Aktion, nur 2 Minuten später, Linz erobert sich den Ball. Linz mit dem Ball auf Wilfried Zaha. Wilfried Zaha hat das Auge für Memphis Depay, der nimmt sich den Ball wieder an und dann unter Adlers Arm hindurch zum 2:0 direkt nur 4 Minuten später instant das 2:0. Memphis Depay ist also heute mal wieder richtig on fire. Doppelpack innerhalb von, ja, 4 Minuten. Na, somit jetzt nach 15 Minuten insgesamt 2:0 für uns. Und unser Gegner, ja, war das auch schon ein bisschen angeknickt. Aber er hat weitergemacht hier über Mkhitaryan, fliegt sich den Ball gut rüber. Mkhitaryan dann mit einem Schuss. Aber der ist Gott sei Dank nicht platziert genug, um Forster hier wirklich in Bedrängnis zu bringen. Wir springen dann schon in die 33. Minute. Kriegt Akpoglu den Ball, der lässt ihn wieder zurückdroppen auf Zaha. Akpoglu mit viel Platz und, ja, er holt Adler raus. Und Akpoglu bedankt sich dabei mit einem Tor in der 34. Minute. Mann, ich verschätze mich immer um ein scheiß Minute, Alter. Jedenfalls hier nach 34 Minuten das 1:0 durch Akpoglu. Und da hat man schon gemerkt, dass unser Gegner nicht mehr wirklich, wirklich viel Bock hatte, weil er in das Torwart raus wird. Und man konnte sich jetzt schon fast denken, 3:0 nach 34 Minuten. Ja, wir sind jetzt nach, keine Ahnung, wie viele Minuten waren das jetzt? Ja, nur 2 Minuten später hat er dann den Einwurf, hat dann auf Pause gedrückt und hat sich gedacht, nö, 3 Schüsse, 3 Tore hatten wir, haben 3, ja, einfach perfekte Ausbeute genommen und somit gewinnen wir auch im Endeffekt 3:0, haben somit 13 Punkte, noch 3 Spiele verbleiben, 3 fehlen noch bis zum Aufstieg, das heißt, wir konnten jetzt im folgenden Spiel schon den Aufstieg sicher machen und dann könnten wir schon in der nächsten Folge das neue Team begrüßen. Na, gucken wir mal, ob wir das schaffen können mit unserem Silberteam. Das würde nämlich bedeuten, dass wir dann im nächsten Team Silber- und Goldspieler haben dürften. Unser Gegner in der nächsten Partie war aber erstmal, ja, ein gutes BPA-Team. In Verteidigung mit Kael und Kabul hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Aber gucken, was wir hier auch so reißen konnten. Also wir springen ins Spiel. 4. Minute, wir haben den Ball über Wilfried Zaha. Der mit einer Berberspin zieht nach innen. Zaha auf Tétier. Der mit der Flanke und hinten steht Memphis Depay. Und der gewinnt das Kopfballduell gegen Mika Richards. Nach 5 Minuten, also was war denn heute mit Memphis Depay läuft? Er hat ja echt aus jeder Aktion hat er ein Tor gemacht, sogar gegen Mika Richards. Er hat 88 Heading, gewinnt hier Depay das Kopfball-Duell. Ja, Headers OP kann man dann nur sagen in FIFA 14. Aber naja, wir nehmen das Tor so mit. Unser Gegner hat dann nicht wirklich so viel Bock drauf, erobert sich hier den Ball wieder zurück. Hat dann mit Soldado den Ball. Ja, Van Dijk, ich tackle einfach daneben. Hovland erobert sich den Ball nicht richtig. Und Soldado macht dann instant im Prinzip den 1:1 Ausgleich. Nur 2 Minuten später, ja, so schnell kann man auch mal antworten und so schnell kann man sich mal wieder die Führung und somit den sicheren Aufstieg wieder verspielen. Alles ganz einfach hier, ja, kein Problem für Soldado. Wenn er so frei ist mit 84 Finishing, macht er den auch mal ab und zu rein. Aber wir haben uns hier unterkriegen lassen, wieder Wilfried Zaha, schickt mich so wunderbar durch auf Akpoglu, aber da kriegt nicht mehr wirklich Druck hinter, sodass Joe Hart nicht wirklich in Bedrängnis kommt. Nächste Aktion, dann über Linus, der wieder auf Wilfried Zaha, über den ging heute viel. Der hat das Auge für Akpoglu hat das Auge für Depay. Der ist frei durch Memphis Depay mit der Chance, mit dem Schuss. Aber Joe Hart mit einer wirklichen Glanzparade verhindert hier den erneuten Rückstand für das gegnerische Team. Dann, wir springen in die 35. Minute wieder an Kopfball von Depay. Und auch schon wieder ist Joe Hart in dieser Situation zur Stelle und kann die Situation bereinigen. Also Joe Hart, echt der Matchwinner bis jetzt für unseren Gegner. Und auch noch in der nächsten Aktion ist Joe Hart mal wieder so überragend zur Stelle, dass wir den Ball nach dem Kopfball von Van Dijk nicht im Tor unterkriegen können. Aber wir springen in die zweite Halbzeit, da hat Van Arnold den Ball, der auf Ross Barkley, der ja inzwischen ein Gold-Upgrade gekriegt hat, hier mit einem guten Pass auf Akpoglu mit dem Schuss. Aber natürlich ist schon wieder Joe Hart da, der war echt unüberwindbar. Und in der nächsten Aktion ein guter Pass auf Fernando Torres, der ist frei durch Fernando Torres mit dem Schuss. Aber auch unser Engländer im Tor mit Forster zeigt sein Können. Aber die Chance war noch nicht vorbei. De Bruyne kriegt nochmal den Ball. De Bruyne nochmal mit einem Schuss. Und der geht dann knapp drüber. Da musste Forster gar nicht eingreifen. Wir springen in die 63. Minute. Hier kriegt Akpoglu den Ball. Hat natürlich das Pace, um sich gegen Cahill durchzusetzen. Akpoglu mit der Chance.
Aber ja, wenn dann Joe Hart nicht mal hin muss, dann geht der Ball knapp vorbei. Wir springen wieder nur im Prinzip in den Gegenangriff. Fernando Torres mit der Chance, Fernando Torres mit dem Schuss und wieder auf unserer Seite. Diesmal Forster zur Stelle. Die Chance ist immer noch nicht vorbei. De Bruyne hat nochmal den Ball auf Außen. De Bruyne mit einer guten Flanke, die jetzt kommen sollte. Da kommt sie und hinten steht Mikel Arteta mit einem guten Seitfallzieher. Aber der verfehlt das Tor nur knapp. Wieder im Prinzip der direkte Gegenangriff über Van Arnold. Der ist mal mitgelaufen. Van Arnold mit der Flanke. Dann kommt Agbonlahor hoch und mit dem Seitfallzieher auch er. Aber der ist weniger gefährlich als der von Arteta gewesen. Wir springen in die 70. Minute und da kriegt Agbonlahor den Ball. Der schickt ihn wieder perfekt durch auf Memphis Depay. Der hat die Chance. Was macht Depay? Der macht nix. Joe Hart kommt raus und kann sich den Ball sichern. Und jetzt springen wir schon in die absolute Schlussphase. Wir nochmal mit der Chance über Gabriel Agbonlahor. Der mit einem Fake-Shot, der mit einem Schuss und da. Ja, wenn dann Joe Hart nicht rein muss, dann ist der Pfosten und das Aluminium zur Stelle, um die Situation zu bereinigen. Und wie das ganz oft im Fußball ist, wir schreiben die 90. Minute, wir hatten überragend viele Chancen, dann kommt Fernando Torres über den Flügel mit der Flanke und dann ist Soldado zur Stelle. Und ja, der muss den natürlich im Endeffekt einköpfen. In der 90. Spielminute, ich war bedient, kann ich euch schon mal versprechen, wenn man nach so einem Spiel in der 90. Minute den ja, Gegentreffer zum 2 zu 1 kriegt, ist man sicherlich ein bisschen pisst. Aber das Spiel war immer noch nicht vorbei, immer noch die 90. Minute. Mika Richards einfach mit einem langen Bein nach vorne und jetzt denkt man sich so: Oh, guck mal, da ist der Forster. Ja, guck mal, da ist Forster. Super sensationelle Parade auf jeden Fall von unserem Engländer Joe Hart, ja, der für unseren Gegner überragend einfach nur gehalten hat, lacht sich wahrscheinlich gerade ins Fäustchen, weil Joe Hart Forster erstmal köpft und sich dann hinlegt und im Endeffekt so noch das 3 zu 1 machen kann. Und somit den Sieg noch deutlicher aussehen lässt. Ja, nach dem Spiel war ich sehr, sehr pisst. Also sehr, 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 sehr pisst. Aber naja, wir haben immer noch die Möglichkeit, den Meistertitel sogar noch zu holen, weil wir haben noch zwei Spiele. Wir sehen nochmal kurz die Statistiken. Wir hatten 15 Schüsse. Aber im Prinzip war unser Gegner nicht viel schlechter als wir. Aber naja, das war's von dieser Folge. Wir sehen es gerade nochmal. Wir hatten jetzt nach 8 Spielen 13 Punkte, haben noch zwei Spiele somit und noch 6 Punkte fehlen uns zum Meistertitel. Das wollen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Episode schaffen, um dann in der übernächsten Episode unser neues Team begrüßen zu können. Ja, und dann sage ich schon mal, bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und sage vorübergehend zumindest, ciao.